Seid gegrüßt und recht herzlich willkommen zum ersten richtigen Extremmarsch in diesem Jahr. Dieser wird uns nach Klotten an die Mosel führen und er stellt den Auftakt zur wahrscheinlich außergewöhnlichsten Nach-Feierabend-Tour dar, die es jemals gegeben hat und jemals geben wird. Und wohin uns diese Nach-Feierabend-Tour führen wird, werden wir im Laufe des Videos erfahren. Ja, jetzt sind wir erstmal unterwegs, haben schon, lass mal gucken, 7,8 Kilometer hinter uns, 8.08 Uhr. Das Wetter ist einfach galaktisch. Nachdem es die letzten Tage so richtig unappetitlich war, lacht heute die Sonne vom strahlend blauen Himmel. Es ist einfach geil. Ich habe auch gerade schon meinen ersten Cent auf dieser Tour gefunden, ein Glückscent, und damit steht einer erfolgreichen Absolvierung dieser sehr langen Strecke nichts im Wege. Kilometer 11, herzlich willkommen in Brühl. Uhr 3, Kilometer 15. Wir verlassen gerade auch schon wieder Brühl und ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, denn Brühl war für mich bisher immer nur Phantasialand. Dass es da aber auch andere Stellen gibt, die ganz nett aussehen, war mir so gar nicht bewusst. Naja, auf jeden Fall navigieren wir heute mittels Google Maps. Ich habe mir gestern Abend mal so die Tour angeguckt, wie wir gehen könnten. Über Komoot wäre das alles ziemlich lang geworden. Und auf der Distanz ist es doch auch wichtig, die Gesamtkilometer so ein bisschen im Auge zu behalten. Und da ist dann doch Google Maps die bessere Wahl. Wir werden hin und wieder auch mal so durch den Wald laufen und so weiter. Ich habe bei Google Maps jetzt auch nicht die wirklich kürzeste genommen, sondern die etwas längere Tour, weil ich wollte nämlich über Bad Neuenahr gehen und nicht wieder am Rhein entlang, wie wir schon so oft gemacht haben. Dafür wird das ein bisschen länger, aber auch etwas abwechslungsreicher. Und als Zwischenziel habe ich mir gesetzt Mayen, und zwar die Tankstelle, wo wir letztes Jahr auch schon mitten in der Nacht Halt gemacht hatten. Laut Google Maps kommen wir da, Stand jetzt, um 23.53 Uhr an, noch 70 Kilometer. Wenn wir Pause machen, geht die Zeit natürlich wieder hoch, aber ursprünglich stand Ankunftszeit 0.20 Uhr. Und das ist gerade so für mich die Challenge, gegen die Uhr das weiter runter zu drücken. Aber wenn wir so gegen Mitternacht in Mayen an der Tankstelle ankommen, ist alles gut. Der Asphalt flimmert, richtig geil. Uhr 12, punktgenau 22 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich wollte eigentlich bei 20 Kilometern die erste Pause machen. Jetzt war ich aber so mit anderen Dingen hier beschäftigt, organisatorischer, privater Natur, dass ich einfach die Zeit und die Kilometer aus den Augen verloren habe. Und jetzt bin ich immer noch so gut im Flow, dass ich hier jetzt erstmal noch weiterlaufe, vielleicht bis 25 Kilometer oder so. Leute, das Wetter einfach unschlagbar. Also alle Umstände auf unserer Seite heute, richtig geil. Ja, da wollte ich noch ein paar Worte zum vergangenen Tanz in den Mai Livestream loswerden. Erst einmal vielen Dank an alle, die dabei gewesen sind, speziell auch die bis zur letzten Minute, bis morgens um 5 noch da geblieben sind, nett kommentiert hatten, Musikwünsche geäußert hatten und so weiter. Leute, das war ein richtiges Brett gewesen, vom Aufbau über die Musik bis zur Durchführung, alles gut gelaufen. Ja, und so um 5 Uhr früh habe ich dann halt Unlust oder ich habe gemerkt, nee, es reicht, es war ein schönes Set gewesen, super Veranstaltung, super Organisation, und das hat mir dann gereicht. Dann habe ich dann in Rücksprache mit den Jungs eben gesagt, komm, Feierabend, und dann folgte ja noch der Abbau. Das hatte ich auch so ein bisschen im Hinterkopf, weil ich wusste, je länger du streamst, desto später wirst du ins Bett kommen. Aber wir hatten dann vorher schon so 4 bis 5 Stunden Abbauzeit eingeplant und die haben wir auch gebraucht. Leute, 5 Stunden. Ich war um kurz nach 10 erst im Bett gewesen und das hat dann auch nochmal so richtig geschlaucht, aber trotzdem alles sehr gut funktioniert und so wird es wahrscheinlich
auch wieder einen solchen Livestream geben. Vielleicht sogar schon zu Halloween. Und da überlegen wir uns, das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen. Ich will aber nicht zu viel vorab schon verraten. Fest steht, dass es eine sehr gelungene Veranstaltung war. Und ich spreche dann hiermit nochmal im Namen des gesamten Teams meinen Dank aus für dieses, für die positive Resonanz von euch. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt sind wir hier. Leute, ich weiß es ja nicht. Wie gesagt, ich war eben so vertieft gewesen hier in E-Mails schreiben, da anrufen, das machen, hier gucken. Wo sind wir dann? Rheinbacher Straße. Jetzt habe ich kein. Ich versuche mal hier mit Daumen und Zeigefinger so ein bisschen rauszuzoomen aus dem Google-Dings. Ah, okay. Wir sind jetzt. Brühl haben wir hinter uns. Laufen jetzt linker Hand an Bornheim vorbei, rechter Hand an Swisttal. Das kommt jetzt gleich. Und dann laufen wir schon straight auf Meckenheim zu. Uhr 47, Kilometer 27, die nächste Bank gehört uns. Und zack, da machen wir schon das erste Päuschen. Bisschen Rucksack ausziehen tut ganz gut. Punkt 11 Uhr, 27,29 Kilometer gelaufen. Und gerade beim Kameraaufstellen habe ich mir hier die Beine an den einzigen Brennnesselstrauch verbrannt, den es hier weit und breit gibt. Leute, das brennt wie Feuer. Da gibt es ja auch so unterschiedliche Arten. Manche sind richtig penetrant, andere geht so abartig. So, auf jeden Fall habt ihr ja schon gesehen, dass ich hier heute meinen großen Rucksack dabei habe. Das liegt daran, weil ich noch sehr viel Sachen zusätzlich mitnehmen muss, die ich auch für die anschließende Nachfeierabendtour brauchen werde. Unter anderem mein MacBook, aber hier noch eine Hose und Ladegeräte. Und jetzt machen wir erstmal ein Päuschen. Hey, schöner Stapel Botterams. Ich weiß nicht, welches das ist. Ich habe zwei Arten. Einmal mit Schmierwurst, einmal mit Marmelade. Gucken wir mal, was das ist. Und da habe ich auch noch was Leckeres dabei. Weintrauben. Leute, da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Ich setze mich ja hier hin. Ich hoffe, das geht hier mit dem Kamera so klar. Ah, Leute, schön das Tupperdöschen mit Weinträubchen. Ist das nicht geil? Geil. Und sogar noch frisch geblieben. Meine Sorge war, dass sie durch diese Clipdose hier hätten anfangen können zu gären. Aber dem ist nicht so. Geil. So. Jetzt hier Butterbrot. Mal gucken. Da habe ich auch wieder so ein Experiment gewagt. Pumpernickel mit Dinkeltoast. Ungetoastet, schön wabbelig weich. Und mit Buco Balance. Was ist eigentlich das Besondere an Dinkel? Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich bilde mir ein, dass das gesünder ist als Weizen. Kann das sein? Deswegen habe ich Dinkeltoast genommen. Auch das fantastisch. Das ist so richtig geil. Wir sind natürlich alles andere als ausgepowert, aber ne, aufgrund des Gewichts des Rucksackes, der ist auch ziemlich schwer, Leute. 8,4 Kilogramm Startgewicht für eine Distanz von über 100 Kilometern. Das ist alles andere als optimal, aber was soll man machen? Ich brauche das Zeug, was da drin ist. Sonst könnte nämlich die Nachfeierabendtour nicht stattfinden. Und die wird uns übrigens, jetzt haltet euch fest, nach Mallorca führen. Leute, ist das zu fassen. Arbeiten auf Mallorca. Unglaublich. Einfach geil. Ich freue mich riesig drauf, dann eben vorher bei diesem Wetter auch die Anreise schon tätigen zu können. Die Vögel zwitschern. Der Sommer steht fast schon vor der Tür. Auch wenn es richtig kühl ist, muss ich feststellen. Trotzdem die Sonne eben so geknallt hat, dass der Asphalt am Flimmern war. Auch hier kann man diesen Feldweg reinblicken. Das flimmert da hinten schon alles. Aber es ist trotzdem kalte Luft. Komisch. So, und dann möchte ich heute mal was ausprobieren. Das hat mir, meine ich, den Tipp gegeben. Und zwar der Gino aus Frankfurt. Grüße gehen raus, mein Lieber. Denn ich habe mich ja hin und wieder beschwert über dieses fade, stille Wasser aus diesem Trinksack. Und da er das Problem kannte, hat er mir den Tipp hier gegeben. Das ist jetzt keine Werbung. Ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das sage. Mich interessiert es nicht, ob der Hersteller dadurch seinen Umsatz steigert und so weiter. Deswegen werde ich hier auch nicht Werbung einblenden. Das ist einfach nur rein zur Information, was ich hier auf meiner Tour verwende. Also, das ist der Mineraldrink pur von St. Bernhard. Sport, kalorienfrei. Ja, da probieren wir es einfach mal aus. Geschmacksrichtung Zitrone. Weißes Pulver, Konsistenz wie Waschmittel,
riecht extremst nach Zitrone. Das ist natürlich so eine Art Konzentrat, denke ich mal. Da ist so ein kleines Löffelchen drin hier. Und davon soll man dann auf zweimal leicht gehäuften Löffel auf 500 bis 750 Milliliter Wasser geben. So, jetzt haben wir die Trinkblase schon was getrunken. 2 Liter waren drin. Lass noch 1,5 drin sein. Dann hauen wir einfach mal 3 leicht gehäufte Löffel in das Trinksystem mit rein. Und dann werde ich später berichten, wie das Zeug schmeckt. So, da sind wir auch schon wieder unterwegs. Das Getränk hier schmeckt genauso wie es riecht. Extremst zitronig, fast schon chemisch, unnatürlich. Aber gut, so ein paar Elektrolyte können nicht schaden. Ne? Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt, glaube ich, hier im Cotton Forest unterwegs. Und wir gehen jetzt sage und schreibe 6 Kilometer. Nur geradeaus. Wirklich Wahnsinn. Und dann stoßen wir auch schon auf, weiß ich gerade nicht, weil hier noch nicht mal Internet verfügbar ist. Leute, müsst ihr euch mal vorstellen. Nur weil das ein großer Forst ist, aber umgeben von ja, relativ mittelgroßen Städtchen, hast du hier kein Internet. Das musst du dir mal vorstellen. Ich kann noch nicht mal telefonieren. Ja, ich habe jetzt von Alditalk zu Kongstar gewechselt. Da sollte man ja meinen, dass man mit Telekom besser beraten ist. Ja, Pustekuchen. Leute, unfassbar. Gut, bekanntes Thema. Weiße Flecken auf Deutschlands Landkarte gibt es noch sehr, sehr viele. Ob dort jemals behoben wird, keine Ahnung. Gut, auf Garmin kannst du auch nicht allzu viel erkennen jetzt hier. Ja, ist auch wurscht. Leute, erstmal 6 Kilometer hier, Cotton Forest und dann sehen wir weiter. So, damit herzlich willkommen in Witterschlick. Die 6 Kilometer lange Strecke durch den Cotton Forest liegt fast hinter uns. 33,25 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Rechte Hand die Kieswerke Witterschlick. Und Leute, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Dieses saphirblaue, saphirgrüne, Entschuldigung, Wasser da hinten von diesem Kiesgrube. Ich habe das gerade gesehen, ich denke, boah, da jetzt reinspringen wäre der absolute Knaller. Und da fiel mir ein, dass ich ein paar Tagen schon am saphirgrünen Meer bin. Leute, vollkommen vergessen. Und oh, ich fühle mich gerade wirklich wunderbar. Das Wetter immer noch fantastisch. Das wird sich auch nicht ändern. Gerade ein bisschen schattig hier, das tut sehr gut. Denn in der Sonne ist es richtig warm. Es ist heiß, trotzdem die Luft kalt ist, hatten wir eben schon mal. Ne? Eigentlich ein klassisches Paradoxon. Aber läuft soweit. Das ist hier alles so, wie es sein soll. Ja, gucken wir nochmal hier auf Google Maps, was hier los ist. Jetzt haben wir mittlerweile auch wieder Internet. Ne? So, oh, prognostizierte Ankunftszeit 23 Uhr. Noch 51 Kilometer bis zur Tankstelle in Mayen. Geil, geht voran, richtig zügig. Aber die Schwere des Rucksackes macht mir zu schaffen in der Form, als dass ich meine Schienbeinmuskulatur spüre. Ich musste jetzt schon mehrfach stehen bleiben mit dem Selfie-Stick, mit dieser glatten Kante, diese Faszien da durchwalken, weil das muss ich wirklich im Auge behalten. Ich muss jetzt jeden Schritt, den ich setze, die Zehenspitze so hängen lassen, dass die Schienbeinmuskulatur gestreckt wird, um da dieses Kant-Syndrom vorzubeugen. Das kann man echt nicht gebrauchen. Aber ich denke, auch das kriegen wir im Griff. Uhr, 37,77 Kilometer gelaufen. Wir befinden uns mittlerweile im Anflug auf Meckenheim. Ansturm, Anflug, Anmarsch. Anmarsch heißt das. Ich glaube, wir sind auch schon auf Meckenheimer Stadtgebiet. Wir werden so, ja, das Zentrum werden wir nicht kommen. Wir gehen so links an Meckenheim dran vorbei. Ja, und ich muss sagen, es kommen auch so die ersten auf Verausgabungserscheinungen. Ich habe auch einen neuen Schuh an, habt ihr vielleicht gesehen. Und zwar den Hoka Clifton habe ich mir geholt. Noch zusätzlich zum neuen Bondi 8. Der hat mir nämlich von der Dämpfung tatsächlich her noch einen Ticken besser gefallen als der Bondi. Deswegen habe ich einfach mal beide mitgenommen. Und hatte leider aber keine Zeit gehabt, den Schuh richtig einzulaufen. Die längste Strecke, die ich damit gemacht habe, war im Livestream auf dem Laufband. Alles in allem, schätzungsweise 10 Kilometer habe ich da vielleicht auf dem Laufband gemacht und dann der Tag vorher und nachher
nur noch ein bisschen was. Also richtig eingelaufen ist der Schuh nicht. Das spüre ich auch, denn ich habe schon in den Hüften spüre ich so, dass da was passiert. Das ist einfach, wenn man dann so einen Schuh so runterläuft, wie ich es mache, auf null Dämpfung quasi, und dann wieder einen Schuh kauft, der nagelneu ist, gut gedämpft ist, gut gepolstert und so weiter. Das ist erstmal ein richtiger Schock für die Muskulatur. Das spürt man dann. Dazu der schwere Rucksack. Also, boah, die Sonne knallt. Also wird Zeit, dass wir mal die nächste Pause machen. 40 Kilometer habe ich so angepeilt. Also keine, da etwa 2 Kilometer noch. Oder anders, ab 40 Kilometer halten wir Ausschau nach einer Bank. Ja Leute, inzwischen schon Kilometer 43, also hier in Meckenheim eine Bank zu finden, ist ganz schön schwierig. Ja, Meckenheim liegt ja mittlerweile hinter uns. Hier gäbe es jetzt eine Bank, aber ich will auch nicht so auf dem Präsentierteller hier Pause machen und mich da rumräkeln, ne? Zieh ich lieber weiter. Ja, und die nächste Bank, die in Frage käme, liegt jetzt 100 Meter vor mir. Die ist aber schon besetzt. Obstplantagen, soweit das Auge blicken kann, aber eine Bank ist einfach nicht in Sicht. Guck mal hier, was für eine Bank, richtig geil. Ich habe die eben von diesem Feldweg aus schon von 100, 150 Meter Entfernung gesehen. Das war so ein richtiger Freudenhüpfer habe ich da gemacht und denke, geil. Also auf jeden Fall sind wir jetzt hier ganz in der Nähe von Rheinbach. Da drüben kann ich die Tomburg sehen. Grüße gehen raus an den Kevin vom Kanal Retro Street. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ja, doch, das müsstet ihr sehen. Und zwar das Haribo-Fabrik. Ne? Hey, Haribo. So, oh, Leute, was für eine Nummer bisher. Richtig geil, ich komme richtig, aber richtig zügig voran. Mal gerade hier gucken, also mit der Bank, das hat sich jetzt über 6 Kilometer hingezogen. 46,36 Kilometer haben wir hinter uns, 14:10 Uhr. Es geht voran, Leute, richtig geil. Was nicht so geil ist, ich merke an der rechten Ferse, da macht sich eine erste Blase bemerkbar. Aber da kann man nichts drum geben. Weitermachen, wie es geht. Ich verlagere auch schon mal das Gewicht, also die Schritte so auf den Vorderfuß, da kann ich jetzt so ein bisschen mit abfangen. Das ist alles noch erträglich, aber man wird halt hellhörig, ne? Wenn man weiß, was man so vorhat für Distanzen und hat dann schon so früh, in Anführungsstrichen, obwohl ist es ja gar nicht mehr. Leute, wenn man schon über die Hälfte bis zu unserem Zwischenziel an der Tankstelle Mayen hinter uns, also sind es noch 39 Kilometer, Ankunftszeit 22:23 und damit schon 2 Stunden schneller als zu Beginn der Navigation. Leute, Google Maps den Mittelfinger zeigen hier, ne? Vormachen, Gas geben. Ja, und jetzt guck mal hier, was ich mitgebracht habe. Eine Eierdose. Ich habe sie bekommen. Ich musste sie bei Amazon kaufen, weil in den Geschäften, wo ich war, das Thema hatten wir ja, glaube ich, gab es die nicht. Dazu ein schöner Aufkleber drauf. Grüße gehen raus an den Jörg, den kölschen Wandersmann. Der hat mir diese Aufkleber spendiert. Lieber Jörg, vielen Dank dafür. Ja, und so gibt es hier jetzt Eier. Leute, ich freue mich so auf ein gekochtes Ei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die habe ich gestern Abend schön gekocht, da reingelegt. Jetzt sind die da schön sicher drin. Das Problem ist, die machen ziemlich Radau in der Kiste. Also da muss man oben drauf dieses so ein Zewa drauflegen, damit die so ein bisschen eingequetscht sind. Weil die ganze Zeit so dieses Geklapper. Ach, jetzt habe ich meinen Trick wieder vergessen. Ich wollte eigentlich wieder reinblasen. Gut, haben wir noch 6 Stück da. Jetzt geben wir uns hier erstmal ein schönes Ei. Dann eine Dose Cola, 2 Brote werde ich mir gönnen, auch einfach um so ein bisschen Gewicht aus dem Rucksack rauszukriegen. Trinken ist fast leer, das müssen wir jetzt bei nächster Gelegenheit nachfüllen. Vielleicht werde ich unterwegs irgendwie an einem Hof oder was oder bei Leuten vorbeikommen, die mir was Wasser geben können. Tagsüber ist das hier weniger ein Problem als nachts, haben wir ja auch schon gehabt. Auf einer der letzten Moseltouren bin ich ja bei tiefster Finsternis, habe ich bei Leuten geklingelt, ob ich Wasser haben könnte, und dass die dann misstrauisch sind um diese Uhrzeit, kann man auch nachvollziehen. Aber ist tagsüber alles gut. Ich glaube, Bad 9a ist auch nicht mehr so weit, und spätestens da werden wir wahrscheinlich auf eine Tankstelle, einen Supermarkt oder was treffen. Aber
Bis hierhin sind wir erstmal gut ausgestattet. Trauben gibt es noch. Also ich glaube, richtig schlecht jedet uns nicht. Also machen wir erstmal ein kleines Päuschen und dann sehen wir uns später wieder. Ach, ist das Leben schön, Leute. Nach der letzten Pause hat sich die Landschaft gefühlt so richtig schlagartig geändert. Wir laufen jetzt hier auf das Ahrtal, glaube ich, zu. Also Bad Neuenahr liegt quasi zu unseren Füßen schon. Da steuern wir jetzt gerade eine Tankstelle an, um da eben neues Wasser zu kaufen. Und wenn das aufgetankt ist, sollte das eigentlich ausreichen, um die Tankstelle in Mayen zu erreichen. Also bisher läuft es wunderbar. Wie am Schnürchen, ich kann mich wirklich nicht beschweren. Herzlich willkommen um 15:56 nach 53,13 Kilometern in Bad Neuenahr. Ich habe den Aldi eben gesehen, da habe ich direkt zugeschlagen, Wasser geholt und aufgetankt. Jetzt wollte ich mir noch bei der BFT-Tankstelle, die ich eigentlich angesteuert hatte, ein schönes Eis holen. Aber ist nichts, das Ding hält so. Weiß der Geier, was da los ist. Auf Google Maps ist das nicht aktualisiert. Bis hier mit Herrn Nevin Arm noch den Hitmarkt. Ah, nee, da tue ich mir an. Da läufst du dir einen Wolf, um ein Eis zu kriegen. Scheiß auf das Eis. Wir gucken, dass wir jetzt hier erstmal über die Straße rüberkommen. Und dann geht es weiter die Berge hoch. Jetzt gehen nämlich die Steigungen hier los. Bad Neuenahr liegt nämlich hier in diesem Talkessel drin. Wir sind eingezingelt von Bergen. Also jetzt heißt es, Kondition rausgraben. Weiter geht's. Hier die Mariengrotte, da sind wir auf irgendeiner Tour schon mal drin gewesen. Das ist eine richtig schöne Stimmung hier drin. Es riecht leicht muffig, bisschen feucht. Das Ganze ist hier, glaube ich, aus Lavastein zusammengebaut, diese Kuppel hier. Es sind solche Dachlukenfenster eingebaut. Jede Menge Kerzen brennen. Die heilige Maria guckt da von ihrem Thron. Leute, toll. Ja. Wenn ich wüsste, wann ich hier gewesen bin. Aber ich weiß, dass ich es mal gewesen bin. Auf irgendeiner Tour. Ist auch schon ein paar Jährchen her, meine ich. Aber schön, das auch mal wieder gesehen zu haben und vor allem direkt von Weitem erkannt zu haben. 16:46 Uhr, 58,08 Kilometer liegen hinter uns. 509 Höhenmeter. Jetzt geht das hier los mit den Höhenmetern. Und Leute, dieses Stück hier seit der Grotte geht mir so richtig auf die Nerven. Es geht permanent nur noch gerade, hoch, bergauf. Es nervt. Und dann in so einer Scheißsteigung, das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Die nervt einfach nur. Anstatt dass mal richtig steil bergauf geht, hast du Ruhe. Nee, über Kilometer so ein winziges Steigung. Das steht mir bis hier oben hin gerade. Scheiß Wald hier. Junge. Ja, und bis zur gelobten Tankstelle Mayen sind auch noch 28 Kilometer. Wir kriegen mal hin, ist alles kein Problem. Bis dahin wird aber nicht viel passieren. Ich glaube, ein Highlight wird noch Ettringen werden, kurz vor Mayen. Das war's. Dann sehen wir noch diese Basaltkräne da oder was das ist. Mann, jetzt so ein Punkt erreicht, geht mir alles auf die Eier hier. Ne? Das wird sich aber auch wieder legen. Also, wir sehen uns später wieder. Leute, das ist wieder auch eine nutzlose Scheiße. Da wirst du auch von Google Maps hier im Wald einfach in dein Verderben geführt. Kann doch nicht sein hier, ne? Stehst du hier vor einem Elektrozaun jetzt? Ich glaube, ich will es gar nicht anfassen. Interessiert mich auch nicht. Da wollte ich den Weg verlassen. Über diesen Feldweg ist ein Stück Wiese. Jetzt stehst du hier an dem Zaun. Mann, sowas zerrt an den Kräften, ne? Hör mal hier. So ein Kuhball oder was ist das, ne? Wo die Kö mit Spille, glaube ich, ist das.
Was eine Scheiße. Leute, richtig ätzend und nutzlos sowas. Ja, hier da vorne fängt dann auch Zaun an. Ja, Leute, jetzt gehe ich den ganzen Scheiß wieder zurück. Dann hätte ich mir direkt sparen können, der Rotz. Oder konntest du von da oben nicht sehen, dass hier der Zaun ist. Mann, also bei sowas da ist dann einfach ab einem bestimmten Level, wisst ihr mittlerweile, das Nervenkostüm, ein ganz dünnes, ne, diese scheußliche Steigung, die ist fast fertig, weil höher geht es nicht, sonst müssen wir noch eine Leiter bauen, um noch mehr Steigung hinzukriegen. Weißt du, ja, ich würde jetzt hoffen, dass ich hier darüber den Weg wieder einfangen kann, weil auf Google Maps sind da keine weiteren Wege verzeichnet. Also zurück über diese verschissene Dreckskuhwiese hier und dann gucken, ob wir irgendwie Hänge da rum angucken. So, ich stehe mal quasi an der anderen Seite von dem scheiß Zaun und ich verstehe nicht, warum Google Maps immer auf so eine Scheiße laufen will. Ich verstehe es nicht. Dann guckst du dir mal genauer an, da geht da vorne ein Weg weiter und trifft dann auf den Weg, den wir von hier auch treffen würden. Was für eine Scheiße! Mann, steht Krise bei so. Wenn jetzt so weit im Dunkeln passiert, läufst du wieder diesen scheiß Hügel hoch durch diese Dreckswiese da. Diese Zecken und weiß ich was für Drecksviecher an den Füßen da. Ah, also nee. Gut, da führen aber heute einen richtig geilen Blick über die Landschaft. Weiß der Geier, was das da hängen ist. Auf jeden Fall richtig klare Sicht. Etliche Kilometer weit. Boah. Also Horizont, würde ich mal tippen, so bestimmt 20 Kilometer weit weg. Kann man noch so erkennen. Geil, aber sowas absolute Scheiße. Geil, absolut obergeil. Was für eine Scheiße, Leute, diese Wiesen hier. Hauptsache quer drüber, bloß nicht auf Wegen navigieren. So, geht doch, jetzt können wir wenigstens wieder vernünftig voran hier, verdammte Scheiße. So, 17.50 Uhr, 63,57 Kilometer gelaufen. Landstraße geht sehr gut voran, aber ist auch sehr gefährlich. Das ist wirklich unfassbar, wie die Leute hier manchmal fahren. Und du siehst halt förmlich, wo bei manchen Leuten der Blick endet. Nämlich so 10 Meter vor der Motorhaube auf der Straße. Ne? Gerade wenn so enge Kurven sind, wo es nur sehr schwer einzusehen ist, dann gehe ich schon hier im Schotter, ne, dass die mich dann nicht umsemmeln. Und dann kommen die um die Ecke geschossen und sehen dann manchmal erst 5 Meter vorher, dass ich da bin. Und dann reißen sie noch das Lenkrad rum. Gerne noch mit Handy in der Hand, das sieht man dann. Ne, Handy auf dem Schoß, Blick nach unten. Kann ich kotzen, Leute, ne? Widerlich sowas. Ja, dann gerne auch Motorradfahrer. Nichts gegen Motorradfahrer, aber es muss einfach nicht sein, dass man mit einem frisierten Auspuff, der die Schmerzgrenze des menschlichen Hörvermögens überschreitet, hier rumdonnert. So ein sinnloser Scheiß. Vor allem, wenn du dann so wie jetzt hier schon richtig Kilometer runtergerockt hast, dann ist dieser Lärm, das ist richtig Stress. Das macht mich richtig aggressiv, vor allen Dingen, weil es so sinnloser Lärm ist. Gut, er hier zum Beispiel, mega, mega, einfach leise, ganz normales Motorgeräusch. Mit einem Serienauspuff hätte der Kinder hier entgegen. Und damit herzlich willkommen um 18.22 Uhr nach 65,84 Kilometern in Scheelborn. Das hatte ich, glaube ich, schon mal falsch gesagt, weil wir sind hier auch nicht zum ersten Mal. Oh. Leute! Geil, was für ein Brett, sich richtig kaputt putzen hier und es ist noch lange nicht das Ende erreicht. Ah, aber jetzt erstmal hier so die Füße hoch, der rechte Außenknöchel schmerzt. Leute, das fühlt sich gar nicht gut an, aber auch da müssen wir durch, ne? Weil hier, wo wir hier sind, keine Chance mal eben so wegzukommen, es sei denn was. Also ich glaube tatsächlich, der Dominik hat diese Woche Urlaub. Ich glaube, es wäre scheißegal, um wie viel Uhr ich den anrufen würde, der würde mich abholen kommen. Genauso die Anita und der Frank, das wäre, glaube ich, gar kein Problem. Aber macht man natürlich nicht. Aber es ist immer gut, sowas im Hinterkopf zu haben, dass man nicht gänzlich verloren ist, wenn es wirklich richtig schlimm werden sollte. Und mit diesem Wissen im Hinterkopf
klappt das dann in der Regel auch. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es hier gerade leicht und rund läuft. Ne? Oh, Leute. Tut das gut. Läuft. Und direkt eins hinterher. Gibt ja auch Leute, die essen Eier mit Maggi. Mein Geschmack ist das persönlich nicht. Hat aber, glaube ich, auch was mit dem Gebiet in Deutschland zu tun, in dem man sich befindet. Meine Freundin zum Beispiel isst die Eier gerne mit Remoulade. Auch das mache ich nicht. Einfach nur Salz. Wunderbar. :39 Uhr, die Pause ist vorbei. Jetzt haben wir noch genau 20 Kilometer bis zur Tankstelle in Mayen. Und ich will hoffen, dass ich das jetzt in einem Stück noch durchziehe, dabei noch ein paar Minuten gut mache. Derzeitige Ankunftszeit prognostiziert 22.49 Uhr. Vielleicht kriegen wir es ja noch auf 22.30 Uhr runtergelaufen. Aber wenn wir es erstmal ohne weitere Pause bis dahin schaffen, sind wir schon mal zufrieden. Also, weiter geht's. Ach Leute, diese Telefoniererei. Jetzt habe ich eben vor lauter Telefon hier vergessen, eine Abzweigung zu nehmen. Jetzt haben wir 2 Kilometer mehr zu laufen und die prognostizierte Ankunftszeit ist 23.05 Uhr. Das machen die immer, wenn die neben einem sind. Das ist doch nicht normal. Dieses scheiß Martinshorn da. Junge, Junge, Junge. Warum kann das nicht langsam hochfahren? Ich habe das glaube ich schon mal gehabt, ne? Innerhalb von 2 Sekunden den Ton hochfahren. Aber nein, das wird ja so eingeschaltet, als ob du mit einem Hammer auf eine Stahlplatte knallst. Ey, da kriege ich auch die Krise bei diesem Lärm. Die müssen laut sein, ja, das ist richtig. Aber nicht so, dass, als ob du denkst, dir knallt einer ein Kantholz vor die Rübe. Ganz schlimm. Ja, das nächste hier im Rucksack hört ihr vielleicht. Mit jedem Schritt klappern die Eier in ihrem Kästchen, weil ich das Zewa da nicht so gut drüber gelegt habe. Jetzt habe ich aber auch keinen Bock anzuhalten. Ja, und jetzt, ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal Musik an, schalte ab und versuche hier einfach an der Landstraße nur zu überleben. So, 19.40 Uhr, 19.40 Uhr, 71,92 Kilometer gelaufen. Kempenich liegt hinter uns und wir nähern uns mit großem Stiefel Mayen. Ich habe es noch 18, oder was habe ich eben geguckt hier? Ne, 16 Kilometer noch, obwohl wir ja 2 Kilometer mehr drauf haben, weil wir eben gepennt hatten. Ja, ich habe mir danach dann eben hier mal Musik auf die Ohren gemacht. Ich höre jetzt gerade eine meiner ersten Goa-CDs, die ich mir damals gekauft hatte. Mit 17 oder 18 war ich gewesen. A Taste of Dragonfly Volume 2. Ich feiere die Scheibe noch heute so dermaßen. Das ist zwar, ja, wenn man das so hört, hört man schon, dass das nicht mehr ganz so aktuell ist. Aber trotzdem, da hängen sehr viele positive Erinnerungen mit dran. Die erste Goa-Fete damals in Bochum, in der Matrix, die Nacht der Zauberer. Leute, diese Party hat mir so ein Tor in eine andere Welt geöffnet. Diese Goa-Party-Szene und auch eben hier A Taste of Dragonfly. Leute, wunderbar, dass man mit sowas eben seine Vergangenheit konservieren kann und mit Auflegen einer CD das quasi wieder abrufen kann. Diese damaligen Gefühle, dieses völlig Neue. Gut, das mal so nebenbei hier. Was haben wir jetzt hier? Gut, alles richtig gemacht. Ich dachte, ich wäre wieder falsch abgebogen, weil hier Google Maps erstmal auf dem Kopf stand. So, also weiter geht's. So, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen in Weibern. Hier drüben hätten wir jetzt das Restaurant und Hotel zur Eifelstube, wo wir auch schon 2-mal genächtigt haben, 3-mal.
Auf jeden Fall ist die Internetseite offline. Das Schild hängt aber noch da. Ich hatte die Befürchtung, dass es die Eifelstube nicht mehr gibt, weil die zwei oder dreimal, die ich da war, habe ich mich da sehr wohl gefühlt, aber scheint noch da zu sein. Ich habe es tatsächlich aber keine Lust, jetzt da noch genauer nachzugucken. Also, dass das Schild schon mal hängt, Eifelstube, ist, denke ich, ein gutes Zeichen. Vielleicht wisst ihr was darüber. Ich meine, es gibt sogar einen Zuschauer, der wohnt hier in Weibern. Vielleicht könnt ihr mal was dazu schreiben und gegebenenfalls mal sagen, ob man da noch Zimmer buchen kann. Weil das war damals, wurde das noch geführt von einem Ehepaar. Und ja, das war, soweit ich weiß, das einzige Restaurant noch hier. Und das war oft so voll gewesen, dass die da zu zweit mit der Arbeit überhaupt nicht nachkamen. Hatten sich dann auch schon beklagt, dass Aushilfen, die sie angestellt hatten, völlig unzuverlässig waren und dann auch noch super Ansprüche gestellt hätten. Kam zu spät, da durfte man nicht kritisieren. Also eine ziemlich fragwürdige Arbeitseinstellung haben da so manche Leute. Da zieht sich aber derzeit, das ist so mein Gefühl, durch die gesamte Gesellschaft, ne, nicht arbeiten wollen, alles kriegen wollen und ja, ganz schlimm, ganz schlechte Arbeitsmoral derzeit. Ob sich das bessern wird, ich weiß es nicht. Ne? Aber auch davon wird die Welt nicht untergehen. Ist natürlich eine Chance für einige wenige, die wirklich was leisten wollen. Uhr 24, 76,11 Kilometer gelaufen. Leute, ich glaube, die Feuerwehr, die ich da eben gefilmt hatte, hatte ich im letzten Jahr, als ich die ähnliche Strecke schon mal gelaufen bin, gefilmt. Da war es schon stockdunkel gewesen und das war in so richtig neonblauem Licht getaucht, die Feuerwehr. Und ich frage mich gerade, wann das gewesen war. Wann bin ich denn da zur Mosel gelaufen? Ich weiß auch gar nicht mehr, ob ich da nach Klotten bin oder nach Pommern. Ist ja wurscht. Auf jeden Fall frage ich mich aber auch, also wir werden irgendwie so um 23 Uhr oder nochmal gucken, 22.50 Uhr werden wir an der Tankstelle in Mayen ankommen. Und auch bei der letzten Tour, da war das ja alles viel, viel später gewesen. Was habe ich denn da gemacht, dass das so lange gedauert hat? Also ich meine, da war es ja so gewesen, dass ich da aus der Not heraus einen ziemlich großen Schlenker machen musste, um da die Tankstelle in Mayen noch zu erreichen, glaube ich. So war das gewesen. Und da war es ja schon weit nach Mitternacht. Ich meine, 1 Uhr früh oder so was war es da gewesen. Kann mich aber auch täuschen. Ich weiß halt nur, dass es da schon, also hier zumindest die Stelle, auf jeden Fall dunkel gewesen ist. Und hieran erinnere ich mich auch noch. Ja Leute, das sind so viele Touren, die man macht. Da vergisst man solche Details, ne? Aber im Großen und Ganzen, die Tour letztes Mal an die Mosel, den direkten Weg durchgezogen, war auch eine klasse Tour gewesen. Vor allem, wenn wir da nachher völlig zerschossen ankommen. Genau, da sind wir doch nach Pommern gelaufen. Nach Pommern? Aber wohin denn da? Wohin denn da? Leute, ich kriege das nicht mehr zusammen. Ach, doch. Da waren wir im Haus Dings hier, relativ am Ortseingang von Pommern. Dieses Riesenhaus, wo da die Hausherrin noch für mich extra richtig Gas gegeben hat, dass ich schon relativ früh morgens in das Zimmer rein konnte. Haus Hömmerich kann das sein? Genau, da sind wir nach Pommern gelaufen. Und heute laufen wir eben nach Klotten. Leute, das ist bisher, auch wenn wir schon wieder oft geflucht haben, eine sehr, sehr schöne Tour. Hier haben wir jetzt gerade so einen kleinen Teich. Könnte sein, dass da Frösche quaken. Ich höre aber ja nichts, weil Noise Cancelling und so weiter. Ja, und nächste Station ist dann eben schon Mayen. Und das werden wir auf jeden Fall ohne weitere Pause erreichen. Sollte nicht irgendetwas Gravierendes dazwischen kommen. Ja, Leute, so eine Scheiße hält natürlich wieder enorm auf. Nee,
wird das jetzt als schnell dunkel weht. Wahnsinn. Also die Zeit ist heute verflogen wie nichts. Vor allen Dingen diese magische Uhrzeit 12 Uhr. Dann ist irgendwie kein Halten mehr. Und manchmal glaube ich, ob irgendwas mit meiner Wahrnehmung nicht stimmt. Weil das einfach sowas von boah, an mir vorbeifliegt. Und gleich sind wir schon im Maien. Und da ist die Tour auch fast schon gelaufen. Also manchmal echt erschreckend. Hat wahrscheinlich auch viel mit Gewohnheit zu tun, dass man sowas schon sehr oft gemacht hat und daher das Zeitempfinden einfach ein ganz anderes ist. Das ist ja sowieso relativ, das persönliche Zeitempfinden. Wenn ich denke früher an Zeiten bei Ford, am Fließband, in der Lackiererei, Leute, 10 Minuten haben sich wie 5 Stunden angefühlt. Ja, dafür fühlen sich dann aber 2 Stunden im Timecenter an wie 10 Minuten. Ja, so ist das. Aber toll. Toll, das Wetter spielt immer noch mit. Eben die kleine Erfrischung an dieser Wasserpumpe da war auch richtig gut. Da kam erst so richtig braune Siffe raus. Und da habe ich das erste Mal gedacht, dass da kein Trinkwasser draufsteht. Hat seinen Grund. Aber je mehr ich dann gepumpt hatte, desto sauberer wurde das. Getrunken habe ich trotzdem nicht. Aber die Erfrischung hat richtig gut getan. So, dann hier noch eine ganz kurze Zwangsunterbrechung, denn ich sollte langsam mal hier die Beleuchtung auspacken, denn auf der Landstraße in der Dunkelheit sollte man sich schon kenntlich machen. Uhr, herzlich willkommen an der Hammesmühle, die kann man hier schemenhaft, denke ich, noch erkennen. Leute, es wird jetzt richtig kalt. Jetzt muss ich mir wieder meine Sweatshirtjacke anziehen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ja, der Autoverkehr hier, es geht. Ne? Ich bin jetzt hier, ich weiß nicht, 3 Kilometer diese Landstraße gelaufen. Ich habe natürlich meine Lampe in der Hand, habe auch immer Augen und Ohren komplett offen. Und immer wenn sich gerade von vorne ein Auto nähert, schalte ich die Lampe ein, leuchte so sachte über die Straße rüber, gehe ganz in den Straßengraben rein, weil da können wirklich gerade jetzt in der Dunkelheit wirklich sehr, sehr unschöne Situationen entstehen. Gerade dann, wenn von hinten auch noch ein Auto gleichzeitig kommt. Also da muss man wirklich richtig aufpassen. Ist natürlich alles andere als ideal, jetzt hier lang zu laufen, aber es geht halt am schnellsten voran. Was will man machen? So, Beleuchtung haben wir halt da, mehr können wir nicht machen. Und so denke ich, dass uns hier auch nichts passieren wird. Ich werde mir jetzt auch noch die zweite Leuchte hier rausholen. Ich hatte jetzt vorher nur meine Stirnleuchte hier. Die kann ich auch aus dem Clip rausnehmen. Weil ich mag das nicht, die am Kopf zu tragen. Ich habe die dann lieber in der Hand. Aber hier ist die andere. Was ist das? Die Nightcore. So, jetzt brauchen wir noch den Akku. Ich nehme den mal raus, weil die schalten sich im Rucksack gerne ein. So, voll aufgeladen, hinein damit. Ja, und dann geht es auf die letzten, ich glaube 5,5 Kilometer bis nach Mayen. Herzlich willkommen um 22.11 Uhr nach 85,24 Kilometern in der Stadt Mayen. Da, Ortseingangsschild, geil. Ja, das Problem ist aber, dadurch, dass ich mich jetzt schon quasi seit Beginn dieser Tour auf Mayen so fixiert hatte und diese Tankstelle und da quasi so ein richtiges Mysterium drum gemacht hatte, die Tankstelle, wann kommt sie endlich, fühlt sich das jetzt für mich an, als ob ich quasi da wäre und da der Marsch zu Ende ist, aber ist er ja gar nicht. Leute, von da aus geht es nochmal, ich weiß gar nicht wie viel, ich werde das gleich vor Ort erst gucken, wenn ich da bin, aber nochmal einige Kilometer und was klappert denn hier jetzt? Die Scheißlampe, Junge, 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 und dann um die Uhrzeit, so ist es rau. Gut, dann werde ich gleich vor Ort gucken, wie viele Kilometer das noch sind. Ja, tut mir leid, kann sein, dass ich diese scheiß Klappergeräusche jetzt auf die Mikrofon übertragen. Tut mir leid. Vor Ort gucken, wie viele Kilometer das dann noch sind. Und dann kann es entweder einen Jubelschrei geben oder einen Schrei des Entsetzens. Also ich weiß natürlich ungefähr, wie viele Kilometer es noch sein werden. Aber jetzt um diese Uhrzeit, in diesem Zustand, sind 5 Kilometer mehr oder weniger schon ein harter Brocken, wo man dann dran zu knabbern hat. Ja, und wir steuern auch nicht Pommern an, sondern Klotten.
Und da will ich auch sehen, dass ich eine Route nehme, auch wenn sie was länger ist, ist mir dann egal, aber dass wir nicht über das Dortebachtal rauskommen und dann noch diese gähnend lange Moselstraße gehen müssen. Ich will von oben straight runter nach Klotten gehen. Alles andere wäre Wahnsinn. So, 22.41 Uhr, 88,03 Kilometer gelaufen. Herzlich willkommen an der Tankstelle. So, ja, das erste, was wir jetzt mal machen, wir gucken jetzt, wie weit das von hier jetzt noch bis nach Klotten ist. Nach Nordosten Richtung Heucherstraße. So, bis nach Klotten. Oh Leute, ist mir schwindelig. Scheiße. Also, Navigation, Klottenfähre. 18 Kilometer Luftlinie. Oh, 22 Kilometer auf der Straße. Und das sogar nicht über das Dortebachtal. Leute, 22 Kilometerchens noch. Also das, geil. Ich hatte schon befürchtet, dass es so an die 30 werden könnten. Ja, und dementsprechend werde ich jetzt auch hier etwas einkaufen, trinken und so weiter. Da kann ich mich ungefähr abschätzen, wie viel ich noch brauchen werde. Und ja, dann sehen wir uns gleich hier zum Räkeln und zum Essen wieder. Oh, Leute, was für ein Film. Ich fühle mich richtig fertig. Also das letzte Stück jetzt, weil ich ja komplett durchgelaufen bin von den letzten Pausen. Platz an dem Tisch da in Holmerich oder wie ist das? Das war jetzt echt ein bisschen viel gewesen. Oh, hätte ich vielleicht zwischendurch besser nochmal ein kleines Päuschen gemacht. Mir ist flau im Magen. Also ich fühle mich wirklich so ein bisschen übel. Man kennt das Gefühl so, wenn man glaubt, sich übergeben zu müssen. Aber gerade so am Anfang. Oh, auf jeden Fall hier schön Wasser jetzt eingekauft zum Nachtanken und jetzt gebe ich mir erstmal hier so ein Lipton-Eis, Sparkling Water, was ist das? Eistee mit Zitrone. Oh. Mal was Prickelndes. Boah, geil. Ich fühle mich richtig krank. Was eine Scheiße. Hier unten nützt nichts. Wir können auch nicht allzu lange hier bleiben. Es ist ziemlich kalt und wenn es anfängt dort zu frieren, dann ist hier bald ganz vorbei. So, auf jeden Fall hier das Getränkepulver, da bin ich leider überhaupt gar nicht überzeugt von. Ich habe davon einen ziemlich trockenen Mund bekommen. Und hier steht hier drauf, kalorienfrei. Und dann klappt man hier das Papier auf mit den Nährwertangaben. Und dann steht da irgendwas von 6 pro 100 Gramm Pulver, 175 Kilokalorien. Und das ist für mich alles andere als kalorienfrei. Gut, vielleicht gibt es da auch so eine Regelung, wie das alle Getränke unter 0,5% Alkohol vom Gesetz her als alkoholfrei bezeichnet werden dürfen. Vielleicht gibt es auch bei Kalorien so eine Ober- bzw. Untergrenze. Ich greife dann jetzt doch lieber zu dem Magnesium-Kalium-Sport. Die haue ich mir dann jetzt hier einfach so in den Getränkesack rein. Jetzt steht Gott, der verknotet. Was ist das dann jetzt? Zwei Stück da rein. Jetzt hatten die nur noch ein Gerolsteiner Naturell. Letzte. Moin, kriegen sie neu, haben sie gesagt. Ich moin, nützt mir nichts. Komm schneller jetzt. Dieses Fleuegefühl im Magen legt sich langsam. Das ist sehr schön. Ah, dafür kriege ich jetzt Krämpfe in den unteren Bauchmuskeln. Das ist gar nicht schön. So, ich glaube, da haben wir noch eine dritte von rein. Dann sind wir noch gut vorbereitet hier. Sonst müssen wir das nur auflassen, sonst kann der Driss dann nicht zu Ende sprudeln. Salzmangel ist auch oft Grund für Übelkeit. Deswegen werden wir uns als nächstes hier mal die letzten zwei Eier aus der patentierten OMS-Eierdose gönnen. Das war natürlich ein Witz, da ist gar kein Patent drauf, das ist einfach nur eine Eierdose mit einem Aufkleber. Ne? Also das fehle ich jetzt. Oh, der Rucksack aber wieder so schwer. Oh, zwei Botterams haben wir auch noch. Oh, da geht die Laune direkt wieder hoch. Hier ist noch, boah, die Dose, die hat mich auch Nerven gekostet. Die hatte ich hinten reingeklemmt und dann fing die auf einmal an. Uku, so zu knacken da hinten drin. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Und dann
werden wir unterwegs auf jeden Fall noch mindestens eine Pause machen. Bei 22 Kilometern, also nach 11 Kilometern spätestens. Auf jeden Fall dann noch ein bisschen Wegsehrung eingekauft. Ein paar Trauben haben wir auch noch und noch ein paar Riegel. Und da sollen wir eigentlich klarkommen. Aber jetzt erstmal hier Eier. So. 23.21 Uhr, wir sind wieder unterwegs. Leute, dieser Leergutautomat, der hat mich da gerade geärgert. Du kannst ja nicht mehr das Leergut an den Tresen da zurückbringen. Die haben da jetzt so einen Leergutautomat draußen stonnen. Und da kriegst du irgendwie im Supermarkt diese Tickets da raus. Aber das funktioniert irgendwie anders. Das war alles scheiße. Leute, da habe ich mich jetzt so durchgefroren, aber ich habe nicht eingesehen, die Flaschen da einfach ungezählt liegen zu lassen. Ne? Boah, ich merke das hier. Kinn zittern, Kinn flitter. Ach, wisst ihr, was ich meine? Es ist eisig kalt, Leute. Ich muss dringend wieder in Bewegung kommen. Boah, wo ich gerade in der Tankstelle drin war, es war so schön warm da drin. Dann musst du wieder raus, noch die Batterien vom Garmin wechseln. Oh, Leute. Zeit, dass wir da sind. Mal gucken, was Garmin sagt hier. Nein, doch, der andere. Wie heißt er? Ankunft, diagnostizierte Ankunftszeit 4:02 Uhr. Ja, scheint realistisch. Weiter geht's. 23:50 Uhr, 90,94 Kilometer gelaufen, 1232 Höhenmeter, auch ordentlich. Leute, das war ein Film eben, diese Kälte. Boah, da kannst du echt nicht mehr klar denken. Das ist wirklich Wahnsinn. Und wenn du dann schon so ausgepowert bist, das ist echt Gift für dieses Unterfangen hier. Da war ich auch froh, dass es dann nach der Tankstelle geht, dann auch ein relativ langes Stück bergauf. Da bin ich dann auch so im Trippelschritt hochgejoggt und dann fuhr so langsam die Wärme wieder ein. Und jetzt zum Schluss sind sogar die Finger noch warm geworden. Und jetzt sind wir wieder auf Betriebstemperatur. Leute, wer kann denn ahnen, dass es im Mai so kalt wird? Junge, Junge, Junge. Gut, haben jetzt noch 19 Kilometer laut Google Maps. Kriegen wir hin. Und auch die Zeit, Ankunftszeit, geht schon wieder deutlich runter. Haben wir schon wieder 10 Minuten plus gemacht auf dem kurzen Stück hier. Also, läuft. Ja, Donnerstagmorgen. Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen. 0.13 Uhr, Kilometer 94. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber ich hatte vorhin schon mal über Ettringen gesprochen. Ich glaube, irgendwie habe ich das verpasst. Kann das sein? Weil ich meine, das kommt doch vor Mayen. Oder kommt das jetzt danach? Keine Ahnung. Lass uns da mal überraschen. Den Ort hier kenne ich auch. Da bin ich auch schon mehrfach durchgelaufen. Könnte auch sein, dass Ettringen danach kommt, oder? Die Basalthöhlen und der Steinbruch. Ach, Leute, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir keine noch 17 Kilometer. Und ich denke, sobald wir einstellig sind in den Restkilometern, werden wir auch die nächste und letzte Pause machen. So, 0.57 Uhr, 96,31 Kilometer gelaufen. Die letzte Pause rückt näher. Ja, jetzt haben wir hier gerade so ein finsteres Waldstück. Und jetzt habe ich schon mehrfach irgendwelche Paarhufer hier aufgeschreckt. Und ja, die sind natürlich Fluchttiere, die hauen ab, ist alles kein Thema. Man merkt dann aber, wenn die losrennen, dass das richtig schwere, bullige, massive Tiere sind. Aufgrund dieser Tretgeräusche mit den Hufen. Das dröhnt teilweise richtig, je nachdem, wie nah wir an einem dran sind. Und da rutscht schon mir auch regelmäßig das Herz in die Hose, wenn ich da so ein grasendes Tier aufschrecke oder was. Und wenn die dann noch
Schrecken dazu, diese bellenden Geräusche von sich geben. Das hört sich richtig beängstigend an. Gut, wenn man das kennt, weiß man, dass das bedeutet, dass wirklich nichts Schlimmes. Also soweit ich weiß, ist das nur so. Also brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Dieses Schrecken hört sich halt richtig gefährlich an, angsteinflößend, fast schon wie aus einem Horrorfilm. Aber gut, was willst du machen? Wenn du fällig bist, bist du fällig. Na, wie war das? Final Destination, wissen wir Bescheid. Gut, rechte Hand, dann noch irgendeine Brücke in der Finsternis. Keine Ahnung, was das ist. Vielleicht kriege ich über Garmin. Gab mal hier schnell eine Aussage. Oh, Kehringer Mühle machen wir gerade. Ja, das ist auf jeden Fall Autobahnbrücke von der A48. Hat die auch einen Namen? Elsbachtalbrücke. Das ist die Elsbachtalbrücke. Hanschreiter hat schon eingeblendet, ne? So, läuft. Pause, rückt näher. So, sind wir gespannt. Ich glaube, vom Gefühl her haben wir jetzt die 100 Kilometer voll. Jawohl, 1.51 Uhr, 100,8 Kilometer liegen hinter uns. Und nicht genug damit, dass es eisig kalt ist. Jetzt habe ich auch noch nasse Füße. Es ist ja irgendwas um den Gefrierpunkt herum. Es bilden sich so die ersten kleinen Eiskristalle auf den Gräsern hier. Oh, Leute, richtig heftig. So, jetzt gucken wir mal auf Garmin. Ich bin die ganze Zeit nur so vor mich hingetrottet hier. Oh, war echt nicht dolle jetzt. Einfach nur versucht, irgendwie zu konzentrieren, diese Kälte irgendwie wegzuatmen, was auch immer. So, was haben wir hier? Oh, noch 9,6 Kilometer. Das heißt, die nächste Pause können wir uns gönnen, wenn wir eine geeignete Stelle finden. Ja, hier auf dem Acker, auf dem Feld, da wird nichts kommen. Ich weiß nicht, ob wir noch durch irgendeine Ortschaft kommen. Puh, aber es geht voran. Boah, wie kann man sich nur so bescheuert anstellen? Oh. Oh, Leute, eine Bank in der Kälte. Also ich darf maximal 10 Minuten hier bleiben, sonst wird es wirklich gefährlich. So, was haben wir? 4. Mai. Ah. So, 2.05 Uhr, 101,7 Kilometer gelaufen. Puh, Leute, fertig, richtig fertig. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier so die letzte Stärkung zu uns nehmen. Oh, Mann, gucken, was der Sack hier noch hergibt. Oh ja, noch ein Butterbrot, das ist sehr schön. Oh, die Trauben, ja, die habe ich ganz vergessen. Die haben auch immer richtig schön Power gegeben. Ne? Schön Flüssigkeit, Kohlenhydrate oder irgendwelche Zucker. Dann bringt es so eine Beefy, das wäre... Ne, die hebe ich mir für ein Zimmer auf. Da hier wird auch noch andere Leckereien. Aber noch so einen letzten... Corny Milch hätte ich gern. Oh, jetzt litt die Flash da drüber. Ich kann mir da alles auspacken hier, weißt du, so eine Scheiße. Das ist dieser blöde Getränkesack. Der drückt da alles platt. Mann. So, jetzt. Da ist er. Oh, guck mal hier. Da ist er. Der letzte Corny. Vollkommen zerbröselt, zerquetscht der Arme. Aber durch die kühlen Temperaturen dürfte er ziemlich hart sein. So. Also, letzte Butterbrot hier gegessen, den Corny und dann hier, ob die letzten irgendwas 8, würden wir jetzt schon haben wahrscheinlich. 8,7, ja, diagnostizierte Ankunftszeit 3.54 Uhr. Ich mache hier maximal 6 Minuten Pause, da wir bei 4 Uhr bleiben. So. Musik.
2.35 Uhr, noch 7,1 Kilometer. Und das Schöne ist, dieser Quatsch mit diesen scheiß Feldwegen hat sich erledigt. Wir bleiben jetzt die ganze Zeit hier auf der Landstraße und die führt uns dann direkt nach Klotten. Da sehe ich auch schon den Pommerbach. Ah, Pommern ist heute nicht unser Ziel, aber wir kommen in Gefilde, die ich durchaus auch als mein zweites Zuhause bezeichnen würde. Herzlich willkommen in Würfus. Hier wird man direkt von diesen Anzeigen begrüßt, die die Geschwindigkeit anzeigen. Und wir sind gerade mit 6 km/h unterwegs. Gleich 10 nach 3, noch 4,4 Kilometer. Ja, und jetzt geht das hier langsam los mit diesen Übermüdungshalluzinationen. Dann ist schon hier vom Blickwinkel so schemenhaft irgendwelche Straßenschilder als Personen wahrnehme und denke, wer steht denn da? Ah, da kriege ich jetzt mal einen Schreck, ne? Richtig heftig. Ja, es ist natürlich auch aufgrund des, ja, wir haben nicht ganz Vollmond, ja, da kann man sehen, aber es ist schon Wahnsinn, was der hier für ein Licht auf das Land hier schmeißt. Ne? Die Landstraße hier, da ist mir in der ganzen Zeit jetzt, seit der letzten Pause, erst ein Auto entgegengekommen. Und ich laufe die meiste Zeit hier komplett ohne Licht. Jetzt, wenn ich filme, brauche ich die Lampe nach vorne, weil ich mich hier blende und dann muss ich ja was sehen. Aber wenn ich die Aufnahme jetzt beendet habe, mache ich das Licht wieder aus und dann laufe ich hier im Dustern rum, ne? Beziehungsweise mit dem Licht, was der Mond bringt. Und das reicht vollkommen aus. Und das finde ich richtig belebend, inspirierend, so durch die Dunkelheit zu laufen. Ich gehe dann auch in der Mitte der Straße. Kütscherkinder, ne? Finde ich richtig geil gerade. Oh, liebe Leute, Punkt 4 Uhr früh, herzlich willkommen in Klotten an der Mosel. Ich weiß nicht, ob ich die Fähre jetzt gerade angeleuchtet bekomme. Ja, gut, so ein bisschen. Jetzt, boah, Leute, was ein Brett wieder. 110,4 Kilometer gelaufen in ziemlich exakt genau 21 Stunden. Boah, ja, herzlich willkommen, ja, die Tour ist gelaufen. Wir setzen uns gerade mal hier vorne auf die Bank. Können wir noch ein paar Worte erzählen hier. Ja, die Bank ist, haben sie abmontiert. Nehmen wir die Bank hier. Oh, Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das wieder für eine Nummer gewesen war. Richtig geil, aber auch schade, muss ich gestehen, denn, ne, stockdunkel. Wir waren viel zu schnell. Ich hatte mich eigentlich auch darauf gefreut, in den Sonnenaufgang hineinzulaufen und dann das Moseltal majestätisch da irgendwie von oben zu sehen. Aber dafür muss man ja eher von Treis kommen. Hier von Klotten hat man da keinen so guten Blick drauf. Trotzdem muss ich sagen, eine richtig satte Nummer war das gewesen. Ja, dieses Video ist dann an dieser Stelle hier beendet. Die Filmaufzeichnungen gehen aber für mich trotzdem nahtlos weiter, denn ich werde für euch wieder ein Aftermarsch-Video produzieren, obwohl ich diesen Begriff überhaupt nicht mag. So Aftermarsch, das klingt irgendwie nach rektalen Problemen oder so, aber ich habe den Begriff jetzt mal geprägt. Ja, Aftermarsch oder, also schöner klingt ja die Stunden danach, ne? Aber Aftermarsch hat sich ja irgendwie schon so etabliert. Gut. Liebe Leute, ich bin raus an dieser Stelle, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, malt Jod und tschüss und wir sehen uns im Aftermarsch-Video.